Halt, den kann ich eigentlich hier lassen. Den brauche ich da oben ja nicht. So, dann holen wir uns erst die Truhe. Die ist ja hier. Und wir platzieren sie mal einfach hier, denn irgendwo hier müsste die aktuelle Seed-Truhe sein. Oh ja. Leute, die Truhe ist leer. Bauen wir sie ab, um das zu zeigen. So, die Truhen kommen dann erstmal da vorne rein. Habe ich wieder 5 Truhen, Leute, das gefällt mir. Und dann suchen wir einfach den nächsten Andesit. Vorzugsweise irgendwo hier. Das ist Stein. Das ist Kies. Hier haben wir eine Seed und hier auch. Fangen wir oben an. So, was reingeht, kommt rein, Leute. Den Rest nehmen wir so mit. Wir werden es ja brauchen. Also gehen wir wieder zurück. Wobei, wenn wir eh schon hier sind, wir könnten ein bisschen Essen mitnehmen. Ah, und das muss ich auch noch machen. Okay, nehmen wir hier mit. Das muss ich auch noch machen. Aber das machen wir nicht heute. Ich hoffe, ich merke mir das bis zum nächsten Mal. Das wäre eigentlich perfekt gewesen für letztes Mal. So eine Kleinigkeit, die ich noch hätte machen können. Naja. Aber der Weg ist gar nicht mehr so weit, Leute. Ich meine, wir sehen von den Schienen schon das Wasser. Und von... Jetzt sehen wir schon die Mitte. Bevor wir das Wasser überhaupt erreicht haben. Von der Mitte aus... Oder sagen wir mal so, wir sehen von hinten das Wasser. Von dem Wasser aus sehen wir die Mitte. Von der Mitte aus sehen wir da hinten das Wasser. Und von hier aus haben wir schon, bevor wir gerade ins Wasser gegangen sind, Leute, die andere Seite gesehen. Und von der anderen Seite, also von hier aus, sehen wir ja schon die Schienen. Also super, alles visuell verbunden, Leute.
So. Dann machen wir gleich mal weiter. Das würde ich, glaube ich, zumachen. Ich lasse mal das hier offen. Ist da unten jetzt 0? Nein, immer noch 3. Okay. Das sieht immer noch aus, als wäre es immer noch 3 oder zumindest 2, also... Machen wir zu. Okay, bis hier mache ich mal. Und dann machen wir von hier drüben noch. Genauso weit. Also bis hierher. So, und jetzt muss ich mir das ansehen, wie genau wir das machen. Oder vielleicht mache ich erstmal das hier oben. Fangen wir vorne an mit den Löchern. Wir haben ja hier ein Loch. Und da würde ich gerne wissen, ist es dunkel genug? Ja, es ist dunkel genug, Leute. Wir lassen das offen. Entsprechend muss ich hier jetzt ein bisschen umbauen. Der hier. Der. Die beiden. Die beiden. Und die drei hier. Oder bleibt das hier offen? Wunderbar. So, weiter zum nächsten Loch. Da kontrollieren wir auch die Dunkelheit. Hm, wenn, dann wäre es hier. Hier ist noch Helligkeit 6, also ist hier mindestens 4. 6, 5, 4, 3, ja, also hier ist es nicht dunkel genug. Hier machen wir zu. Ist da überhaupt eine Fackel oder so? Nein, ich glaube nicht. Machen wir zu. So, dann... Das hier ist das nächste Loch. Und hier machen wir jetzt erstmal diese Fackel hier weg. Und diese Fackel hier. Okay. Könnten wir gewesen sein, Leute. Oder auch Ricolat oder Larendia. Ja, also es ist definitiv miteinander verbunden. Die Höhle ist breit genug oder lang genug, Leute. Hä? Okay. Gehen wir da raus, wo wir wissen, wo wir rauskommen. Wir machen es hier aber dunkler, Leute. Ich möchte hier mindestens ein Fleck haben, bei dem es dunkel ist. Heavy metal.
Okay, hier wird es wieder heller. Ich muss also noch eine wegmachen. 1, 0. Okay, also hier reicht es. Hier können wir das so lassen. Und hier haben wir 2, 1. Und da wird es aber wieder heller. Ich muss also noch eine Fackel hier wegmachen. Machen wir die hier weg. Das müsste jetzt gereicht haben. Nein, es wird wieder heller. 1. Es ist leider immer noch zu hell. Machen wir die hier weg. 0. Perfekt. So, also es ist da oben ein bisschen hell, Leute. Was aber davon kommt, eben von dieser Fackel, die direkt darunter ist. Das heißt aber, wir müssen das jetzt auch wieder anpassen. So, jetzt ist da natürlich genau... Okay, nur der eine noch. Der war falsch. So. Ja, schön. Und jetzt kümmern wir uns um das hier. Okay, machen wir erstmal hier wieder. Machen wir das mal ein bisschen genauer. Hier ist ja kein Kies, Leute. Also machen wir hier zu. Und auch hier ist kein Kies. Also machen wir hier zu. So, ein bisschen genauer. Es geht nur um diesen Bereich. Fangen wir mal hier an. Das wäre nur der eine. Das heißt, er wäre da. Das heißt, er fällt gar nicht runter, Leute. Dann würde ich hier auch einfach eiskalt zumachen. Denn der Kies wäre ja eigentlich da oben. Okay, machen wir hier weiter. Hier haben wir 1, 2, 3. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4. So, also hier haben wir 3. Und er fängt hier an. 1, 2, 3. Dann darf ich hier machen, Leute. Das heißt, ich würde jetzt einfach hier tatsächlich ein Kies platzieren. Hier ist ein kleiner Einbruch. Hier haben wir 4. Also 1, 2, 3, 4. Dann ist das hier. 2, 4. Und genau hier ist der Einbruch, wo jetzt eigentlich die Fackel wäre. Zwei, drei, vier. So, also 1, 2, 3, 4 bis hierher. Und hier wäre eigentlich die Fackel. Ist also vollkommen in Ordnung. Und dann platzieren wir da drüber wieder den Kies. Der ist falsch. So, das ist in Ordnung. Und hier haben wir dann 1, 2, 3, 4. Tja, Leute, da ist der Kies leider in die Fackel gefallen. Da ist es halt ein bisschen dunkler. So, wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, nur 3. Okay. Dann machen wir das so. 1, 2, 3. Ab hier darf ich wieder. Und dann, ja. Tja, Leute, da ist halt leider der Kies genau in die Fackel reingefallen. Mir gefällt das, das auf diese Art zu machen, Leute. Mir gefällt das. So, wir sind dann jetzt hier mit dem Abschnitt fertig. Räumen wir auf. Ach, die andere habe ich ja noch hier drin.
Die ist aber voll. Wobei, ich kann vielleicht ein bisschen was reinpacken. Also nehme ich lieber die hier raus. Pack die hier rein. Und dann trage ich das halt mit mir herum. Machen wir das so. So, die Lore kann erst... Nein, die nehme ich mit. Die bleibt da. So, du kommst wieder rein. Du, da habe ich nichts zum Reinpacken. Du kommst wieder rein. So, du kommst da rein. Und du kommst auch da rein. Dann kommst du hier rein. Und da habe ich nichts mehr zum Reinpacken. Dann kommst du hier rein. Jetzt brauche ich doch wieder die hier, denn da ist die Spitzhacke hier drin. Eisen habe ich mir nicht mitgenommen, als ich zu Hause war. Mist. Okay, dann kommst du wieder hier rein. Mit dir baue ich die hier ab. Und dann können wir zumindest hier ein bisschen schön fahren. So, also das hier ist jetzt 5 weiter als auf der anderen Seite, Leute. Ja, das ist toll, Leute. Also wir sehen ganz eindeutig das Wasser. Und beim nächsten Mal, wenn wir hier weitermachen auf dieser Seite, was auch noch heute sein wird, Leute, dann sind wir vielleicht schon am Wasser oder vielleicht sogar schon im Wasser. Ich glaube, ich kann die doch ablegen. Ich gehe jetzt bloß bis zum Anfang der Schiene und baue dann weiter. Dann brauche ich die Minecart nicht. Und die 10 Segmente hätte ich ja auch einfach laufen können. Hm, naja. Ich bin gespannt, wie weit wir dann sehen können, Leute. Ich werde auch hier wieder 10 Segmente machen, denn ich habe definitiv noch die Zeit, auf der anderen Seite dann nochmal 5 Segmente zu machen. Wir werden also doch schon einiges weit kommen, Leute. Das gefällt mir. Zehn Segmente, das könnte diese Höhle hier aufmachen. Es reicht definitiv in diese Höhle rein. Gefällt mir. So, okay, also das kommt mal schnell weg. Dann machen wir hier jetzt die hin. Da kommst du hin. Dann machen wir hier so. Und dann noch die drei. Andesit kommt hier hin. Redstone hier hin. Genau. Und du kommst dahin. Wunderbar. Und du kommst mal da rein. Und dann können wir auch die hier kurz wieder aufräumen. Dann machen wir weiter, Leute. Also, wir fangen jetzt an mit dem Boden. Also, ein Segment hat 5. Wir machen 10 Segmente, also 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Wunderbar. Wunderbar, Leute. Irgendwo hier höre ich Lava, aber sie hört sich an, als wäre, würde sie von links unten kommen. Ich glaube also nicht, dass wir da in die Lava hineinkommen.
Aber es ist toll, wenn dann Lava hier tatsächlich zu hören ist. Und wenn wir die Lava doch noch finden würden, Leute, dann wären wir hier Lava-Segmente. Das wäre auch toll. So, jetzt wird es erstmal wieder ein bisschen dunkler. Aber gleich auch wieder heller. Dauerhaft. So, also, dann haben wir 1, 2 hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier muss ich Bruchstein drunter machen, Leute. Ich möchte nicht, dass eine Fackel da unter dem Kies oder sowas ist. Dann 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Perfekt. So, dann brauche ich jetzt die hier. Und wir können auch kurz das hier wieder wegräumen.